Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der. Mann! Auf der Ostseeküste. Ostseeküste, meine Freunde, mit mir und dem lieben. Im Projekt 2 gegen 1. Mit mir und dem lieben Osra-TV. Moin. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. Ja, Leute, ich komm so raus bei diesem Projekt, Leute. Bin Also da. mittlerweile so viel, wie du schon anmoderiert hast, hintereinander, wirst du jetzt einen Namen eigentlich Tanzen können. ja. Ah, kurz überlegt, Leute. Was könnten wir machen? Ich habe ja die 18.000 Euro nicht für den Fronttank. Kurze Sache, schnelle Sache, Fronttank mieten. Kein Regen mehr. Geld, wir können dreschen. Tut gut, Leute. Geht weiter. 58%, komm, wir kaufen uns gleich so ein Big Bag, Leute. So, was sagt Ossis Füllstand? Oh, nicht mehr viel. Füllen. Ich komme. Okay, dann komm. Na gut. Und schon wieder. Nö, Ist so. nicht, alles gut. So, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Das soll sagen, dafür muss erscheinen. Aus Feld 10. Feld 10 soll er mir bitte ansehen. Mit Mais. Es wird drauf rauslaufen, Leute, dass wir uns früher oder später einen eigenen Häcksler kaufen müssen, weil die Mietkosten, die ballern richtig übers ganze Jahr. Ist ja nicht wild. Muss auf der anderen Seite dran fahren. Frisch angesät, muss wieder abgekluppt werden. In der Hoffnung, dass das jetzt geht. Du, ich will ja nicht sagen, ich kann Hast du nicht überladen. Kornstiebe? Hä? Hast du Kornstiebe ausgewählt? Na, Logo. Sag ich doch. Es war alles gut. Das war doch so gut wie Kornschieber auf der linken Seite. Oh. Ich habe ein Problem. Hört man öfter von dir. Ja, aber das ist komisch, Leute. Denn? Ja, ist gut. Das ist jetzt richtig komisch. Warum läuft die Scheiße nicht? So. Liegt das an Ja. diesem Drecks, Ding da? Da ist vollständig gedüngt, ja. Och, nee, Leute. Na gut, hier müsste eigentlich noch Kalk drauf. Also normalerweise sollte das locker easy gehen, Leute. Und wegen dieser Scheiße geht das mal wieder nicht. Barbie, du hast einfach immer die besten Mods hier drauf. Welcher Scheiße denn? Mit Was dieser willst du schon wieder? Kacke von einem
Von einem Amazone-Dings da geht das nicht. Muss den ausklappen, wollte ich dir mitteilen. Ja. Ich habe nichts gesagt. So ein Vogel, ne? Er fährt mit diesem Amazonentiefen doch gerade jemand ausklappen muss und hat ihn nicht Es ausgeklappt. ist nicht um den Amazonas-Tiefenlogger. Ich weiß, dass das ausklappen muss. Warum? Ja, ein Problem. Ich habe keinen Spielesound mehr. Oh, nee, Digga. Wo ist denn? Nee, ich habe kein Spielesound mehr. Danke. Egal. Ist mir auch wumpe egal. Job erstellen. Ach, jetzt habe ich wieder Spiel. Ist die Drille nicht 3 Meter breit? Doch. Manchmal muss man Sachen nicht verstehen, Leute. Ganz einfach. Überlege gerade, fahre ich den Case jetzt einfach selber? Case, warte. Ich habe ein Problem, Fabi. Gut. Neues. Finde eine Lösung. Ach, Mann. Ach komm. Die richtige Gradzahl wäre genau, ich weiß nicht, 5 Grad oder so weiter rechts, damit ich dieselbe Spur fahren könnte. Ja, gut. Okay. Lass laufen. Ach nö. Kann das jetzt wirklich angehen, Leute, dass das wirklich ernsthaft ist? Dass die Ja, Drille einfach. den Boden nicht berührt und deshalb läuft die Scheiße nicht. Einfach vorne bis hinten, ich bin ein CP-Fahrer. Ich bin beim Grad. Achso. Ja, ich würde ja gerne fahren, aber dann passt auch komplett alles nicht. Oder ich muss ab jetzt dann hoch runter fahren, das ist auch scheiße. Wobei, dann würde ich wenigstens mit dir übereinstimmen. Das ist wirklich so doof, Leute. Warte, ich lasse den noch 4 Bahnen hoch runterfahren, glaube ich. Dann übernehme ich. Dann kann ich nämlich unten hin und her fahren, dann passt das mit dir wieder. Nee, der Händler ist ja nicht hier. Och Mann, Junge. Jetzt wird es aber langsam peinlich hier. Ach ja, ach ja. So. Jetzt aber. So, bitte zum Händler. Danke für nichts. Also, was meinst du? Sollen wir die Kartoffeln, Zuckerrüben nachher verpacken? Ich sehe gerade mal beim Angrillen. Und du lachst mich aus dem Verpacken. Oh. Ich wollte dich ja nur jetzt schon mal schocken. Hä, du Aber ich bist glaube. die was?
Du willst die Zuckerrüben verpacken. Macht keinen Sinn. Wenn du sie aber in Rübenschnitzel machen musst. Und kannst ja trotzdem. Hab ich ja nichts gegen, aber ist halt doppelter Aufwand. Weil du sowieso nur Rüben schnitzeln kannst mit der Frontladerschaufel. Das ist. Oder gibt's mittlerweile noch was anderes zum Schnitzeln? Keine Ahnung. Gibt noch eine stationäre Rübenschnitzelanlage. Ja, als Mod. Wird die nicht drauf? Nein. Gehe nicht davon aus. Nope. Ja. Papa, was hast du mit dem Kurs gemacht? Welchem Kurs? Dem Händlerkurs. Was willst du denn damit? Guck mal, wo mein Drecken. Ja, ist doch richtig. Drecken. Da oben fährt er lang. Ja, guck an, wo der hinsteckt. Das ist ja nicht mein Problem. Bauchstangen, Bauer. Ah, du hast die Laterne gefunden. Ja. Der ist aber zu doof. Der ist zwischen der Laterne und zwischen dem Straßenschild festgeschreckt. Ist gut, oder? Ja. Der guckt sich alles nur beim Chef ab. Ja, ist klar. Wo ist denn... Ah, hier. Ich hab jetzt langsam keinen Nerv mehr hier. So. Jetzt, ich kauf mir so einen Standard-Tiefenlocker und ich hoffe, damit ist es behoben. Wird blockiert. Hallo, ich will... Ah. Ja, jetzt schon behoben. Okay. Sieht aber passiger aus. Nur schon auf dem Bild sieht es passiger aus. Hey, ich habe hier ein Gewicht, kann ich mitnehmen? Oh, ja, danke. Danke, danke. Hey, Finger weg. Wirklich, danke vielmals, dass ihr mir ein Gewicht schenkt. Die Finger weg. Das sieht doch schon wieder nicht passig aus. Das sieht nie was passig aus. Doch, das sieht passig aus. Geil. Weiter. Wir müssen jetzt das kurz fixen, Leute. Wir brauchen das. In Law. So können wir uns eine Direktzahl draus bauen. Wenn das nicht geht, dann bin ich enttäuscht. Bleibt da ja Käse hier. Nicht.
Also ich brauche gleich wieder Füllung hier. Dafür rückwärts anfahren. Ey, dafür bin ich schon scheiße gefahren, doch. Also, weil ich nicht drauf hab, dreh ich mit Sperre. Oh, den geht echt auch nicht. Das ist korrekt. Das ist so buggy, Alter. Was für denn da? Weiß ich auch gerade nicht. Komm, bleib stehen, du kannst ja ihn. Oh Gott, wie einfach. Bleib doch mal stehen, halt! Ja, du zappelst alles hier rum. Voll. So. Warum? Muss das immer mir passieren? Ja. Es ist natürlich nicht I. Es ist Z. Die Zebra. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann machen, was ich will, das funktioniert nicht. Ja, das ist doch wirklich schade, Leute, sowas. Ja, welcher Bauer fährt denn echt direkt mit einer Maisdrille hinter einem Tiefenlocker? Das geht ja auch mit einer normalen Drille. Naja, das halte ich auch noch für eher als mit einer Maisdrille. Oh! Funktioniert nicht, muss mit dem tiefen Lockerer zuerst fahren. Das ist doch. Ah, jetzt bereue ich es, dass ich mir keinen 4 Meter tiefen Lockerer gekauft habe. Naja, ist wurscht. Nein, Freunde. Wir sind sowieso schon durch. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, like, nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Die Sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.